herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der satanischen Medienagenda. Und jetzt kriegt ihr und euch und alle, die es hören wollen und alle, die es wissen wollen, die zweite Version, den zweiten Teil des Interviews aus dem Jahre 1975 mit ihm da. Genau, der da. Der Herr Christopher Lee, Sir Christopher Lee, zu dem Zeitpunkt damals, zu dieser Zeit 53 Jahre alt. Und dann hoffe ich jetzt auch auf die tatkräftige Unterstützung meines Jörg. Moin, moin. Jo, die tatkräftige Unterstützung kannst du haben. Und ich möchte mal kurz mit einer Sache beginnen, bevor wir diese Sendung hier machen. Du weißt ja, Michael, ich habe 8 Sendungen gemacht, wo ich von Martin Luther das Papier gelesen habe, wieder den freien Willen, ne? Die Diskussion, die er da 1525 schriftlich hatte mit Erasmus von Rotterdam. Und du bist ja genauso wie ich der Meinung, dass der freie Wille eine römisch-katholische Falschlehre ist und dass wir eigentlich keinen freien Willen haben. Nun habe ich nicht nur diese 8 Stunden Sendung gemacht in dem Papier von 170 Seiten, das ich gelesen habe darin, sondern wir hatten gestern in unserer Bibelstudie, die ich immer mit Brett und Tom habe, ein Video geschaut, das ein paar Jahre alt ist. Ich glaube, von 2017 ist das, von Even at the Doors, ein Kanal, den du auch kennst in Englisch, von Adrian McQueen. Und das heißt The Jewish Question, also die jüdische Frage. Und da ging es auch um die 70. Jahrwoche von Daniel. Und der Adrian McQueen ist ein ganz toller Verfechter des freien Willens. Und er hat zum Schluss, ich glaube, bei 2 Stunden und 8 Minuten von... oder 2 Stunden und 5 Minuten, bei 2 Stunden 11 oder 13, dass das ganze Video lang ist, hat er ein paar Punkte angeholt aus der Bibel, wo er gesagt hatte, ja guck mal, hier sagt Gott ja, triff deine Wahl und diese Wahl ist ja freier Wille. Ja? Also wie zum Beispiel bei Joshua, das kennst du glaube ich auch, ne? Joshua Kapitel 24, das letzte Kapitel von Joshua, Vers 14 und so, wo Joshua sagt, ich und meine Familie haben unsere Wahl getroffen, wir dienen dem Herrn und sonst keinem. Und auch sonst gibt es das Wort Wahl, das öfter vorkommt. Und er, Adrian McQueen, begründet das Wort Wahl mit, hier hast du freier Wille. Was ist denn deine Meinung dazu? Wie würdest du denn das Wort Wahl erklären? Würdest du das auch so mit freier Wille umschreiben? Wenn er sagt, dass es da Gefäße gibt, die zur Vernichtung bestimmt sind und andere Gefäße sind, die zur Verherrlichung bestimmt sind, würde ich mich eher auf den Standpunkt stellen, dass das alles vorherbestimmt ist. Und deswegen haben wir den freien Willen insofern nicht, als dass es dann zumindest für den Entscheid in Richtung Gott keinen freien Willen gibt. Ja, gut, okay. Also um den Punkt mal eben ganz klar zu machen. Er sagt, wenn in der Bibel steht, dass der Mensch sich für etwas entscheiden muss, und da gibt es einige Stellen im Neuen Testament, wenn du zum Beispiel jetzt mal in der Bibel das Wort Choice eintippst, ja, dann gibt es, glaube ich, ein paar Mal Verse, kannst du ja mal eben machen, dein Computer ist ja nicht zu sehen, ja. Dann wirst du sehen, dann gibt es da ein paar Verse im Neuen Testament, wo das drinsteht. Und er sagt jedes Mal, Choice, das ist freier Wille, weil ich wähle ja frei. Und da habe ich gestern Abend zu Tom und Brett gesagt, ich sage, guck mal, hier müssen wir das Video mal stoppen. Ich sage, hier bin ich absolut nicht einverstanden mit dem, was der Adrian McQueen sagt, obwohl er sonst super tolle Videos macht und sehr bibeltreu ist. Eine Wahl treffen hat überhaupt nichts mit freiem Willen zu tun. Eine Wahl treffe ich aufgrund von Fakten, aufgrund von Glauben zum Beispiel. Ja? Ich wähle etwas, weil ich etwas glaube. Und in der Bibel steht, dass der Glaube kommt durch das Lesen des Wortes Gottes. Also ich treffe eine fundierte Entscheidung, ich wähle etwas ganz bewusst, wenn ich Gründe habe, das zu wählen. Und ich wähle zum Beispiel den Gott, weil ich Gründe habe, den Gott zu wählen, weil ich Glauben habe, den Gott zu wählen, weil ich sein Wort gelesen habe. Und damit heißt das hat das nichts zu tun mit freiem Willen, sondern damit hat das damit zu tun, dass weil ich das Wort Gottes gelesen habe und weil ich an ihn glaube, ich damit meine Entscheidung bestätige. Ja? Ich wähle das, weil... Ich muss immer einen Grund haben, weil ich etwas wähle. Das hat nichts mit dem freien Willen zu tun, wie er das erklärt. Ich sage, wenn ich etwas wähle, wenn ich eine Wahl treffe,
dann mache ich das aufgrund von Informationen, die ich habe. Um es mal ganz einfach in diesem Leben zu vergleichen, wenn wir, was wir nicht machen sollten, zur politischen Wahl gehen, dann treffen wir unsere Wahl ja auch aufgrund von bestimmten Informationen, die wir vorher bekommen haben. Sei es durch die Propaganda, die uns eingeflößt wurde und wir stimmen dieser oder dieser Sache eher zu. Oder sei es darum, dass ich das Gesicht von dem sympathisch finde oder der oder die Aussprache von dem oder der oder irgendwas. Ich habe immer eine fundierte Information, die als Basis liegt für meine Wahl. Ja? Und diese Information bestimmt, welche Wahl ich treffe. Und wenn ich jetzt die Bibel lese, und ich bin durch das Bibellesen begleitet im Heiligen Geist, dann treffe ich meine Wahl für den Herrn. Und wenn ich die Bibel lese und ich bin nicht durch den Heiligen Geist in die Wahrheit geleitet, dann treffe ich meine Wahl gegen den Herrn. Aber ich treffe meine Wahl nicht aus freiem Willen, sondern aufgrund der Information, die ich bekommen habe, aufgrund dessen, dass ich eben das Wort studiert habe. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir nochmal eben vielleicht eben anholen sollten, um den Leuten deutlich zu machen, freier Wille ist, und sicher, wenn es um Dinge geht, wie du kurz angeholt hast, wenn es um Dinge geht, die über uns stehen, ja, der Mensch hat einen freien Willen in Bezug auf die Dinge, die ihm untergeben sind, also zum Beispiel, ich habe einen freien Willen darüber, was ich heute Abend essen will zum Beispiel, darüber könnte ich das zum Beispiel nehmen, oder ob ich den Vogel töten will, der da hinten irgendwo sitzt und ich mein Gewehr drauf anlege und ihn abschießen will oder nicht, das ist ein freier Wille, den ich haben kann, das ist auf Dinge, die mir untergeben sind, aber nicht auf Dinge, die über mir stehen. Nein, da treffe ich meine Wahl aufgrund der Information, die ich habe, wenn ich eben zum Beispiel die Bibel lese, weil Glaube kommt durch das Lesen des Wortes. Das steht so in der Bibel geschrieben. Und ich treffe meine Wahl auf Basis dieses Glaubens und nicht aus irgendeinem freien Willen, sondern weil ich mich informiert habe und weil ich dann wählen kann und das Gute gegen das Schlechte oder das eine gegen das andere abwiegen kann und dann das nehme, dessen Information mir am meisten zuspricht. So, wollte ich das mal kurz erklären. Ich weiß nicht, ob du damit übereinstimmst oder ob du mir zustimmst oder ob du da jetzt eine andere Meinung drüber hast, aber ich wollte das mal eben mitteilen, eben gerade, weil ich das gestern gerade in dieser Bibelstudie gemacht habe und ich das mal ganz interessant finde, auch mal eben zu erwähnen, auch wenn es mit dem Thema selbst direkt nichts zu tun hat. Ja, aber ich habe mich jetzt auf Christopher Lee gerade eingeschossen und eben ja, die andere verfolgt. Also ich habe da jetzt keine Meinung oder keinen Kopf zu im Augenblick, weil ich das da nicht im Thema drin bin. Da würde ich mir in Ruhe einen Kopf drüber machen, was jetzt genau wie wo ist, aber ich habe jetzt keinen Kopf für das Thema. Na, dann können sich ja die Leute einen Kopf drüber machen, denen ich das jetzt gerade in den Kopf geschmissen habe. Und dann können wir uns in der Zwischenzeit jetzt beschäftigen mit Christopher Lee und mit dem nächsten Teil des Interviews. Ne? Ja, aber jetzt kommst du wieder und sagst, von wegen ist so spät und alles und ne? Naja, aber ich darf jetzt einfach auch meine 5 Minuten haben, oder? Ja, ja, du hast ja normalerweise am Ende auch so schon deine 5 Minuten und deswegen wollte ich jetzt halt einfach nur sagen, also wenn wir jetzt darüber machen, dann wird es sicherlich wieder zu lange. Lass uns das mal in separaten zukünftigen Bibelstudien so eine Sache machen, würde ich vorschlagen. Gut, jetzt habe ich ja meine 5 Minuten gehabt. So, das ist der zweite Teil eben genau dieses Interviews. Und letztes Mal sind wir dann stehen geblieben, dass der Christopher Lee gesagt hat, ich habe niemals eine Zeremonie dieser Art besucht. Er hatte aber kurz vorher über den Anton Zanolawé und die von ihm erhaltene Widmung in einem Buch geschrieben. Jetzt kann er sich natürlich rausreden und sagen, das ist die Zeremonie nach der Church of Satan. Er kann aber auch ganz allgemein satanische Zeremonien meinen. Er hat nur gesagt, ich habe niemals eine Zeremonie dieser Art besucht. Ich weiß jetzt nicht, welche Zeremonien der Mann besucht hat, aber ich weiß, dass er in seinen Filmen entsprechende Zeremonien vorspielt. Und das ist jetzt eben hier genau mit diesem Kreis aus Blut, aus die Braut des Satans, die Braut des Teufels aus dem Jahre 1975, beziehungsweise rausgekommen 1976. Das wird auch noch ein valides Thema sein, dieser Film, aus ganz anderen Gründen. Ja, dann machen wir mal weiter auf der nächsten Seite. Nächste Seite hier heißt, dass er jetzt genau auf die Praktiken einer schwarzen Messe oder einer satanischen Messe eingeht. Er sagt weiterhin, Zitat, ich würde noch nicht mal eine Diskussion beginnen, was aktuell während einer schwarzen Messe stattfindet, weil es so entsetzlich gotteslästerlich ist und so abstoßend und so unglaublich schmutzig. Also er hat hier im Original gesagt, faul. Und das würde ich als schmutzig und dreckig und widerwärtig übersetzen. Das ist nicht nur eine Frage von Hunderten von Jahren Ritualen, aber was aktuell passiert, was die Leute wirklich tun und was mit der Hostie gemacht wird und was mit dem Kelch passiert und so weiter, würde ich in der Öffentlichkeit nicht bereit sein zu diskutieren. Genug Leute haben darüber geschrieben. Joris Karl Heusmanns schrieb darüber. Dass er ausgerechnet dieses Buch jetzt hier benennt, ist jetzt schon so ein bisschen geschmacklos, weil dieses Buch sehr geschmacklos ist, zumindest in dieser Schilderung. B,
weil dieses Buch sicherlich nicht zu dem normalen 0815-Repertoire irgendwelcher Menschen gehört, die sich ja mal so ein bisschen mit beschäftigen. Die kaufen sich in der Regel andere Bücher, aber nicht genau dieses. Das ist nämlich so ein bisschen ein Schattendasein, vielleicht bis jetzt. Ich würde auch keinem raten, dieses Buch unbedingt zu kaufen. Es ist eine interessante Auflistung von einigen Begebenheiten. Aber ob das nun wirklich jetzt hier so stattgefunden hat oder ob das jetzt, was daran Fiktion ist und was nicht, ist die Frage. Denn der Herr Joris Karl Heusmanns hat einiges hier ausgetauscht. Und er selber ist auch nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen. Das würde ich deswegen sagen, weil dieser Mensch sich später, nachdem er durch spiritualistische Sitzungen durchgegangen ist und sich damit beschäftigt hat und da auch Zauber und Gegenzauber erlebt hat, da sind also ganz, ganz wilde Dinge passiert in dem 19. Jahrhundert, wo er da gelebt hat, da hat er sich dann nachher konvertieren lassen wieder zum katholischen Glauben. Also von daher, da ist einiges bei ihm durcheinander gegangen. Der Autor hat eine Einladung ausgerechnet nach Hamburg gefolgt und hat dann durch Deutschland gereist. Und er wurde der erste Vorsitzende der Akademie Goncourt und er begann dann eine Phase der Sinnsuche und hat dann eben sich dem Einfluss okkultistisch interessierter Personen geöffnet. Das ist jetzt relativ wohlwollend geschrieben. Und diese Krise mündete schließlich in Frömmigkeit und führte ihn ab 1892 zu mehreren Klosteraufenthalten in der Provinz und zur Einkleidung als Laienbruder in der Abtei Saint-Martin von Ligugé bei Poitiers. Auf jeden Fall ist er dann letzten Endes dann wirklich beim Katholizismus final gelandet. In Labat, das ist dieser Roman, beschreibt Heusmanns übrigens mit Fantasienamen. Das heißt, angeblich liegt ihm ein reales Thema zugrunde, aber es sind halt eben dann Fantasie- oder Codenamen da benutzt worden, den von ihm intensiv erforschten religiösen Rosenkreuzer Untergrund. Die Handlung des Romans gipfelt in der detaillierten Schilderung einer orgiastischen schwarzen Messe. Heusmanns, der zutiefst von Satanismus fasziniert war, ließ sich durch die Werke vieler Okkultisten, Spiritisten und Schwarzmagier inspirieren, die ihn teils persönlich ins dunkle Reich dort unten, wo der Teufel in obszönen und blutrünstigen Messfeiern verehrt wird, führten. Die Quelle ist dieses Buch und ich habe das Originalbuch von dem Heusmanns da und auch gelesen und weiß auch, wovon er da spricht. Nur die Frage ist halt einfach, wie hoch ist jetzt hier wirklich der Wahrheitsgehalt? Der interessante Faktum ist letzten Endes, der Christopher Lee bezieht sich gerade jetzt auf ihn. Und er ist jetzt nicht so die Top 5 der Autoren, die man jetzt da anholen würde, wenn man sich über das Thema Okkultismus im Allgemeinen da referiert. Da gibt es andere Menschen, die da halt so komplette Kompendien drüber geschrieben haben, die man dann eher machen würden als ein Roman, der vorgibt, eine realen Gegebenheit dann halt da wieder zu spiegeln. Darf ich mal kurz was dazu sagen? Ja. Der letzte Satz im ersten Absatz. Diese Krise mündete schließlich in Frömmigkeit und führte ihn ab 1892 zu mehreren Klosteraufenthalten. Da sieht man doch, dass derjenige, der diesen Artikel schreibt, überhaupt keine Ahnung hat, von was Frömmigkeit ist, weil hier wird Frömmigkeit mit praktisch Praktizieren des römisch-katholischen Glaubens gleichgesetzt. Klöster und Klosteraufenthalte sind römisch-katholisch, babylonische Rituale haben überhaupt nichts mit wahrem Glauben zu tun und Einkleidung als Laienbruder hat auch damit nichts zu tun, weil in der Bibel sind wir alle Brüder und Schwestern und nur einer ist der Meister Jesus Christus. Also nur mal ganz eben kurz diesen Satz ein klein wenig erklären, dass der von jemandem geschrieben wurde, der von Frömmigkeit überhaupt keine Ahnung hat, so wie er das hier schreibt. Muss man mal eben dabei sagen. Das, ne? Er schreibt das in dem Sinn der normalen Leute. Das heißt, wenn du halt einen Franken oder einen Süddeutschen hast, wo Katholizismus am meisten verbreitet ist, musste ich mir da also auch schon entsprechende Tiraden anhören. Von wegen, ich weiß, wovon ich rede. Schließlich war ich mein ganzes Leben lang fromm. Und die meinen natürlich dann die Anbetung des Kruzifixes oder den sonntäglichen Messdienst. Deswegen wollte ich das nur mal eben gerade rücken, dass wir eben wissen, worüber wir hier sprechen. Das ist typisch, dass die Menschen das halt meinen, dass es dann Frömmigkeit dann wäre, dass man jetzt der Staatskirche sozusagen dann halt gehorcht oder... Richtig, will ich auch gar nicht abstreiten. Ich wollte es nur klarstellen, dass wir als bibelgläubige Christen das hier klarstellen müssen, wenn wir einen solchen Satz lesen und den Leuten sagen müssen von nee, das hat mit fromm und mit Glauben und mit Ehrerbietung an den Herrn, an den wahren Herrn Elohim, der in der Bibel beschrieben steht, überhaupt nichts zu tun. Das wollte ich nur mal eben da wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen. Natürlich nicht. Die Frömmigkeit bezieht sich jetzt natürlich hier auf den Klosteraufenthalt, der natürlich auch völlig unbiblisch ist.
Aber der Punkt ist der, dass er halt so eine große Krise hatte, weil er war in spirituistischen Gefechten verwickelt, dass also dann tatsächlich da laut seinem Buch Sachen von der Wand gefallen sind und solche ganzen Dinge da passiert sind. Und er hat sich dann Duelle geliefert und so weiter. Also da geht dieses Buch auch noch drauf ein. Das will ich jetzt ja gar nicht, ich will dem gar nicht so viel Platz jetzt hier widmen. Nur es geht halt einfach darum, dass man sehen kann, wenn er dann plötzlich nach dieser Krise, wo er sich da mit solchen Inhalten beschäftigt hat, dann in ein Kloster geht, dann hat er da letzten Endes natürlich auch die falsche Abzweigung genommen. Der Mann ist mit anderen Worten nichts weiter als ein Spielball der Dämonen. Ja, ja, nach wie vor. Aber er meint halt, das Richtige gemacht zu haben, weil auch in diesem Roman rauskommt eben, dass halt für den Spirituismus oder Okkultismus, der ja speziell im 19. Jahrhundert ein unglaubliches Repertoire, ein unglaubliches Revival hatte, Spirituismus, ist eigentlich 19. Jahrhundert im Okkulten, dass er da natürlich dann auch katholische Priester, also das sind für ihn die Beherrscher der Magie, weil die halt einfach, wie gesagt, diese Wesensveränderung in diese Oplate da reinprojizieren können mit hoc est corpus enim meum. Das ist für ihn das, wo er sagt, okay, das sind die Einzigen, die Magie wirklich beherrschen und da fühle ich mich dann quasi sicher vor den Angriffen böser Zauberer. So musst du dir das vielleicht jetzt vorstellen, ohne zum Glück diesen Roman gelesen haben zu müssen. Ja, ich verstehe es schon. Ich wollte nur für unsere Zuschauer eben deutlich den Punkt machen, dass dieser letzte Satz eben nichts mit wirklicher Frömmigkeit oder mit wirklicher Ehrerbietung an den wahren Gott zu tun hat. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Genau. Dass das nur mal deutlich rausgestellt wird. Ja. Genau, er steht auch nicht umsonst unter so einem Kreuz, da auf dem Bild oben. Ne? Nein, deswegen, stimmt. Unter einem Kruzifix, Michael. Ein Kruzifix ist ein Kreuz mit einem hängenden Jesus, ansonsten ist es ein Kreuz. Ja. Ich weiß, dass ein Kruzifix ist eben dann auch für mich immer die seltsame Geschichte, warum also gerade im bayerischen Sprachgebrauch dann immer drauf geflucht wird. Das habe ich nie verstanden. Aber gut, gehen wir mal weiter. Wenig später zog sich Heusmanns in ein Pariser Benediktinerkloster zurück, in dem er nach langem Leiden einen Krebs im Unterkiefer erlag. So viel also mal dazu. Da ist das geschildert, was also da eine schwarze Messe ist und wie es dann dabei zugeht und dass da eben ganz furchtbare Dinge geschehen, die der Herr Christopher Lee in diesem Interview eben nicht bezeugen wollte. Aber interessanterweise weiß er darüber Bescheid. Und bei der ganzen Redeschwall, den er hat und bei der Detailliertheit, dann weiß man ganz genau, der hat mehr als 3 oder 4 Bücher zu Hause. Ne? Zumindest gelesen. Man muss ja auch die Bücher nicht mehr physisch haben, aber er hat auf jeden Fall eine ganze Menge interessante detaillierte Aspekte. Und Dennis Wheatley hätte auch über eine schwarze Messe geschrieben. Ne? Denn Wikipedia sagt ja selber, Christopher Lees Freund Dennis Wheatley, ein bekannter Autor, war dafür verantwortlich, ihm das Okkulte näher zu bringen. Ne? Ja. Jetzt schwenkt der Interviewer, der recht jung ist, schwenkt um und sagt... Ja, Entschuldigung, mein Mikrofon ging nicht an. Ich schalte mich immer still, dass Michael das ganze Gefluche von mir nicht hört. So. Wie bist du dazu gekommen, die Rolle von Scaramanga im James-Bond-Film Der Mann mit dem goldenen Colt zu spielen? Ja, und jetzt guck bitte genau auf dieses Bild, was ich da eingeblendet habe. Und da lächelt er und sagt, ich habe kein Insiderwissen. Sehr selbstgefällig sein Gesicht in dem Augenblick, ne? Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, also wir übersetzen ja jetzt hier in Deutsch. Und er sagt jetzt genau, Zitat, darf ich bitte noch was korrigieren, bevor ich auf diesen Punkt eingehe? Also er vermeidet gar nicht diese Punkte, sondern er möchte hier Dinge klarstellen und ganz ausführlich schildern. Ja, also jemand, dem das Thema suspekt oder unangenehm ist, der hätte gesagt, ach, endlich wechselt er das Thema, jetzt kann ich endlich über den James-Bond-Film reden, der zu dem Zeitpunkt des Interviews ja wahrscheinlich gerade erst mal in den Kinos gelaufen ist, weil das Interview ist von 75, der Film ist 74 gedreht, also der Film war maximal ein Jahr in den Kinos, also von daher war das noch relativ aktuell. Und er sagt jetzt hier, Zitat, darf ich bitte noch was korrigieren, bevor ich auf diesen Punkt eingehe? Was ich gesprochen habe, was ich über all diese schrecklichen Dinge gesagt habe, kommt nicht auf irgendwelche Art und Weise durch Insiderwissen. Und das hab ich da eingeklebt. Ne? Does not come from inside knowledge, soll das eigentlich heißen. Das hat ja der Übersetzer, Untertitelgenerator von YouTube da vermasselt. But, ne? Und so weiter. Comes not from inside knowledge, soll das eigentlich heißen. Und da grinst er dann. Ne? Also wenn ich das wirklich klarstellen will und sage, das kommt nicht von mir, das habe ich nur mal so gehört, dann lächle ich nicht dabei. Das heißt, die Körpersprache mal wieder bei Christopher Lee sagt etwas ganz anderes, was er aussagt. Und wir sollen ja die Menschen an ihren Früchten erkennen. Und
Deswegen habe ich genau dieses Bild an diesem Moment dann auch da eingefroren und hier reinkopiert. Er sagt, sein Wissen kommt nicht auf irgendwelche Art und Weise durch Insiderwissen. Hat er gesagt. Er grinst aber dabei. Ich habe, wie gesagt, keine private Verbindung in jeglicher Form, die mich mit dieser Art von Informationen versorgt. Ich weiß nichts weiter darüber als jeder andere, der in einem Buch darüber lesen kann. Das war ihm so wichtig, ihm das zu sagen, nach dem Motto, also steckt mich hier nicht in eine Ecke, ich habe mit diesem ganzen Schmutz nichts zu tun. Das war ihm so wichtig, das zu sagen. Und wie gesagt, da sehe ich seine Körpersprache und da sehe ich seine Ausdrucksweise und ich glaube dem Mann nicht. Und ich kann auch sagen, warum. Weil, wie gesagt, durch die Detailliertheit, die er dann sagt, und wenn er schon Ipsissimus und solche ganzen Dinge benennt, dann sind das nicht so die Bücher, die man da so mal eben im Vorbeifliegen dann liest. Ne? Das hatten wir in der letzten Sendung schon. Und das sind auch gar nicht nötige Dinge. Wir haben auch schon im Kindesalter hier zum Beispiel aus dieser ganz lustigen Kinderserie Das Geheimnis des siebten Weges haben wir jetzt beispielsweise hier einen kleinen Clip vorbereitet. Und wenn jemand sagt, was hat denn das jetzt mit Christopher Lee zu tun? Ja, ist ganz einfach. Er hat ja eben über schwarze Magie gesprochen. Und er hat ja auch über Rituale gesprochen. Und auch die Kinder, die beispielsweise solche Serien sehen, hier heutzutage, das war in den 1980ern, die kriegen natürlich heutzutage mit Bibi Blocksberg und Harry Potter alles um die Ohren gehauen. Aber das hatten wir damals in den 80ern schon. Da gab es nämlich hier auch den Magier, der heißt der Herr Tomtidom, der hat mal so eben erwähnt in diesem Ausschnitt, dass er sich also mit weißer Magie beschäftigt und ab und zu auch mit schwarzer. Und die Kinder, die denken sich da gar nichts bei, weil der Mann ist so freundlich und der Lehrer ist auch so nett und der erklärt alles. Und der Lehrer und der Magier, den seht ihr jetzt hier auf diesem Bild. Was ihr dann allerdings unten drunter seht, ist das Frontcover der DVD, die ich im Übrigen auch habe, Das Geheimnis des siebten Weges aus dem Jahre 1981. Und rechts seht ihr den Lehrer, der dann nach dem Besuch bei dem Magier und nach einer weiteren Nacht dann keine roten, sondern grüne Haare hat. Ne? Das sieht man auch hier schön auf dem Cover von der DVD. Deswegen sage ich ja nochmal, hellgrün oder halt unnatürlich grün ist immer die Art und Weise der Zauberkraft oder der Magie oder der Hexenkraft. Ne? So viel mal eben dazu. Ich spiele mal eben diesen Ausschnitt hier ein. Der dauert, glaube ich, nur 2 Minuten. Dann habt ihr hier mal einen Eindruck, wie schon kleine Kinder so ganz unterschwellig damit konfrontiert werden mit dem Thema Magie. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ist das, um Ihren Gästen zu zeigen, dass der Schein drückt? Sehr scharfsinnig bemerkt, junger Mann. Kommen Sie mit. Wir kennen uns schon, also sind Formalitäten überflüssig. Ich kenne Ihren Namen, aber Sie kennen meinen noch nicht. Ich weiß, dass Sie Franz van der Steeg heißen, Volksschullehrer von Beruf sind, 24 Jahre alt, 1,80 Meter groß sind und Sie haben rote Haare. Na, das Letzte ist nicht so schwer zu erraten. Für jemand, der farbenblind ist, könnten Sie genauso gut grün sein. Aber ich finde, es ist ein schönes Rot. Ja, gefällt mir. Kommen Sie mit, der Kaffee ist fertig. Ist dieses Zelt wirklich Ihr Zuhause? Ich weiß, dass die Front dort nur Schein ist und diese Unterkunft besser zu meinem Wesen passt. Aber um ehrlich zu sein, kenne ich mein Wesen noch nicht ganz. Obwohl ich Psychologie und Philosophie studiert habe. Das klingt gelehrt. Ich dachte, Sie wären ein Magier. Das ist im Wesentlichen mein Beruf. Weiße Magie vornehmlich. Obwohl ich manchmal auch gezwungen bin, mich mit schwarzer Magie zu beschäftigen. Aber das braucht Sie nicht zu beunruhigen, Herr van der Steeg. Hier liegen Geheimnisse, die erforscht werden wollen. Kommen Sie mit in mein Haus. Ihr Haus? Ja, sicher. Kommen Sie mit. Gehen wir jetzt zu Ihrer richtigen Behausung? Weil die Giebel von Schein war, dachten sie, das Zelt wäre das Wirkliche. Aber in Wirklichkeit komme ich nur hierher, wenn ich nachdenken will. Dort etwas weiter liegt mein richtiges Haus. Sind Sie sicher, dass es etwas weiter nicht noch ein Haus gibt? Wer könnte das sagen? Jetzt geht der Christopher Lee endlich auf die nächste Frage ein. Und sagt, Zitat, wie kam es dazu, dass ich Scaramanga spielte? Nun, ich wurde vom Regisseur und Produzent angesprochen, ob ich die Rolle spielen möchte. So einfach ist es.
aber ich denke, es geht wohl ein bisschen tiefer. Fleming war mein Cousin und da gibt es einen Scaramanga. Ich habe ihn getroffen, er ist ein Grieche und vermutlich kannte er Ian Fleming. Von ihm hatte Ian den Namen her. Aber was er jetzt nicht erzählt ist, dass der Herr Ian auch im Zweiten Weltkrieg Geheimagent gewesen ist und mit so illustren Menschen zu tun hatte, wie jetzt hier diesen William Stevenson und anderen. Also hier trifft sich ein Geheimagent, der die Storys seiner Erzählungen in einer Agentenromanform schreibt, nämlich der Ian Fleming, mit dem anderen Geheimagenten, der im Zweiten Weltkrieg auch gekämpft hat, mit dem Christopher Lee. Das steht natürlich in so einem Interview hier nicht drin. Da sagt man natürlich nur, das war mein Cousin und der ist Schriftsteller gewesen. Und alles andere, was er jetzt hier erzählt über diesen 007-Film, ist jetzt für uns in dieser Hinsicht überhaupt nicht mehr wichtig. Das heißt, er schwenkt jetzt hier hin und erzählt uns jetzt hier so ein bisschen, wie er jetzt oder was er jetzt hier in dem Film gemacht hat. Deswegen würde ich letzten Endes jetzt auf die nächste Seite schwenken, denn da gibt er dann zu in Rot, dass ich zufällig ein entfernter Cousin von Ian Fleming war. Er war schon einige Jahre tot und er hatte mich nie eine Rolle spielen sehen, die er geschrieben hatte, obwohl er mehrmals zu mir sagte, ich kann nicht verstehen, warum du nicht in einem Bond-Film mitspielst. Klar, weil er Geheimagent gewesen ist. Nun, die anderen bizarren Rollen, die du gespielt hast, waren die des Dracula. Hast du es jemals bereut, diese gespielt zu haben? Zitat Christopher Lee. Oh, sicher nicht, weil diese Rolle mich als Schauspieler in der ganzen Welt bekannt gemacht hat. Das Einzige, das ich bereue, ist, dass ich meiner Meinung nach letztendlich 3 oder 4 Mal zu oft gespielt habe. Aber ich bin ein arbeitender Schauspieler und es ist mein Job, wie auch meine Berufung, zu spielen und so auch gesehen zu werden. Und das schließt natürlich jetzt auch die Priesterrollen, die er da gespielt hat, mit ein. Ne? Es ist seine Berufung zu spielen. Also es ist seine Berufung natürlich dann auch Schau zu spielen, also so zu tun, als ob, und so auch gesehen zu werden, also so auch wahrgenommen zu werden als Schauspieler und bitte nicht als Geheimagent oder als Promoter für die dunkle Seite. Er sagt weiterhin, deswegen, wenn dir eine gute Rolle angeboten wird, die du vielleicht bis zu einem gewissen Grad dem heutigen Begriff nach selbst gemacht hast, weil viele andere Schauspieler sie auch gespielt haben, bin ich der Meinung, du kannst nicht immer Nein, Nein, Nein sagen, denn wenn du weiterhin Nein sagst, bist du raus aus dem Filmgeschäft und die Leute sind nicht mehr dazu bereit, dir weiterhin überhaupt etwas anzubieten. Die ganze Öffentlichkeit wird dich vergessen und das kann im Filmgeschäft vorkommen. Dies war einer von den vielen Zufällen, die man nicht recht erklären kann. Von der Art, wie zum Beispiel kommt die Stunde, kommt der Mann. Ne? Also ne? Plötzlich kommt dann jemand zur rechten Zeit, sozusagen, würde man hier in Deutsch sagen. Ja. Und es geschah, dass ich gerade zur Stelle war, als diese Rolle besetzt wurde und ich spielte sie eben mit dem Ergebnis, das du kennst. Es war ein Meilenstein in meiner Karriere, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt natürlich keine Zufälle. Die Sachen, die uns zufallen, die sollen uns dann halt auch zufallen, aber die passieren nicht ohne Grund. Das heißt, dieser Mensch war von Anfang an dafür gedacht, um eben solche ganzen Charaktere dann zu spielen und natürlich dann auch diese ganzen Sachen auf der Leinwand anzubahnen. Er hat ja in seinem ganzen Leben ganz oft mit Horror und Schrecken zu tun gehabt. Das sehen wir ja daran, dass der im Alter von 17 Jahren nach Paris gefahren ist und sich da eine Exekution angeguckt hat. Ne? Dann wissen wir ja schon, mit wem wir es da zu tun haben. Ich denke, normale Menschen mit 17 Jahren haben da andere Hobbys gehabt, auch damals. Gut. Jetzt fragt der Interviewer, was sind deine Lieblingsfilme, in denen du mitgespielt hast? Zitat Christopher Lee, als Film oder als Rolle? Als Rolle. Zitat Christopher Lee, die beste Rolle, die ich zweifellos spielte, war Lord Summer Isles in The Wicker Man. Anmerkung, Wicker heißt Weidenkorb, also quasi der Weidenkorbmann. Interessanterweise ist das jetzt phonetisch absolut identisch zu Wicker, also Hexerei, Witchcraft. Hat natürlich auch damit zu tun, dass da halt Naturkräfte und alles angerufen werden. Ich meine, was er da macht, ist ja bitte klar, ne? Und das hat natürlich jetzt auch mit der Bibel zu tun. Deswegen habe ich den 1. Samuel 15,23 genommen, weil das nämlich im Englischen genau eben da zu tun hat mit Witchcraft. Und da haben wir natürlich mit dem Wicker Man und Wicker mit zu tun. For rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king.
oder auf Deutsch, denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Also und das Wahrsagerei mit Witchcraft zu übersetzen, ist aber auch ganz schön frei gewählt, ne? Ja, genau. Man hätte ja besser noch die Offenbarung nehmen können, wo dann eben drin steht, dass eben auch die Götzenanbeter und so weiter und so fort dann später das Urteil erwartet, dass sie dann im Feuersee landen. Ne? Ich meine, Witchcraft hätte man da eher mit, also Hexenkraft als Hexerei übersetzen müssen. Genau, oder Zauberkraft. Ne? Genau, genau. Ja, ja, das ist typisch. Deswegen habe ich es auch extra jetzt in Englisch hier drunter geschrieben, damit man wirklich sieht, Witchcraft, Wicca ist Witchcraft und Wicca klingt eben phonetisch ähnlich wie Wicca. Also der Weidenkorbmann hat natürlich mit einer Naturreligion zu tun. Und jetzt kommt nämlich genau die Sache, die der Herr Christopherly jetzt benennt. Er sagt ja hier, The Wicca Man, welcher von Tony Schäffer geschrieben wurde, der Slöt gelesen hat. Der Film hatte nicht die Beachtung, wir können jetzt auch noch in den Tony Schäffer, aber das haben wir, glaube ich, schon alles längst gemacht. Der Film hatte nicht die Beachtung oder Anerkennung bekommen, die er verdient hätte. Er handelt ebenso über Okkultismus und die Macht der Dunkelheit in einer total verschiedenen Art und Weise und gefilmt in einer modernen Umgebung, basierend auf Fruchtbarkeitsriten und all diese Dinge, die wir in heutiger Form immer noch haben. Da habe ich jetzt mal den Maibaum, The Maypole, mal jetzt hier reingeklebt von The Wicker Man. Und rechts habe ich da mal so zwei Hasen mit ein paar bunten Eiern genommen. Warum? Ja, das eine ist natürlich ein Maifest, ja, ein Maibaum, den man dann in der Walpurgisnacht am 30. April dann eben zu dem so benannten Tanz in den Mai dann seiner Angebeteten aufs Haus pflanzt, der nichts anderes ist als ein Phallus-Symbol, also ein Fruchtbarkeitssymbol nach dem Motto, guck mal hier, ich bin so potent, möchtest du nicht mit mir eine Familie gründen? Das ist eigentlich das, was, oder zumindest die Nacht verbringen, das ist eigentlich das, was der Maibaum oder die Birke auf dem Haus oder im Kamin oder wie auch immer am Schornstein eigentlich aussagt. Das ist nicht einfach nur ein Zeichen der, was weiß ich wo. Nein, es geht sich hier um, das ist Mai, der Wonnemonat, es ist die Walpurgisnacht, es ist ein Stück eines Baums. Man könnte auch einfach sagen als Christ, Mensch, also hallo, Bärbel Schäfer, euch heißt ein blöder Name, euch, der mir gerade eingefallen ist, Manuela Schmitz und so weiter. Ich finde dich so dufte, sollen wir beide mal zusammen ein Pommes essen gehen? Nee, man muss hingehen und irgendwo Bäume malträtieren, einen Ast irgendwo haben, sich dann noch eventuell einen Ast abfrieren oder auf jeden Fall selbigen dann eben unter Einsatz seiner körperlichen Kräfte unter Umständen auch nach Gefahr dann irgendwo jemanden aufs Dach steigen und dann irgendwie so einen Zweig oder einen halben Baum dann im Schornstein versenken. Ne? Das ist natürlich eine super Art und Weise, jemanden zu zeigen, dass man ihn total gern hat. Ja, da kann man mal sehen, wie weit wir weg sind von vernünftigem Sprachgebrauch. Anscheinend können wir nicht mehr guten Tag sagen oder Hallo oder auch, Sie sind aber total freundlich und charmant und nett und so weiter. Können Sie sich nicht mal vorstellen, mit mir ein Eis essen zu gehen? Nee, das geht nicht. Man muss deswegen in den Wald gehen oder irgendwo auf ein Nachbargrundstück. Und wie ich habe selber, als ich klein war, bin ich nachts aufgewacht worden, weil wir auf dem Grundstück ja jemanden hatten, der hier bei uns von unserer schönen Brücke vor dem Haus irgendwo gesägt hat und sich hier durchs Unterholz schlagen wollte. Mein Opa hat ihn dann erwischt und die Polizei gerufen, weil er nicht wusste, ob der nicht hier noch irgendwelche anderen Sachen hat mitgehen lassen. Also da bin ich auf jeden Fall von dem Thema, bin ich doch auf jeden Fall sehr kuriert und auch so ein bisschen tangiert. Deswegen jedes Mal, wenn ich den Maibaum sehe, muss ich an die Birke denken, wo ich dann nachts um 2 Uhr im Schlafanzug bei meinem Opa und meiner Oma unten stand. Also ist keine vernünftige Art, mit jemandem ein Kompliment zu machen. Ne? Ist auf jeden Fall eine heidnische Art. So, und das ist eben genau aus dem Wicker Man kopiert, dieser Maibaum. Und dann sagt die Lehrerin auch, ja, das ist ein Phallus-Symbol. It's a symbol of the penis. So, und dasselbe haben wir letzten Endes in heidnischen Riten rechts mit den zwei süßen, schnuckeligen Hasen, die dann für Fruchtbarkeit stehen. Und die Eier, die wofür stehen? Na, für Fruchtbarkeit. Und gibt es jetzt eine ganze Menge Riten, Alexander Hislop, wir hätten da ewig jetzt, wir können da 10 Stunden über diese ganze Geschichte hier reden, aber wir haben hier eine bestimmte Begebenheit in der Bibel. Und zwar in der deutschen Bibel steht in Apostelgeschichte 12.4 folgendes. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen.
Das ist die Übersetzung aus der King James. Ja, und das ist ein wenig anders. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him. Bis dahin ist das absolut korrekt übersetzt. Ne? Also zur Bewachung. Intending after Easter to bring him forth to the people. Also die englische Bibel, jetzt nehme ich dir mal kurz eben die Arbeit ab. Michael, die englische Bibel sagt hier nicht das Wort Passa, sondern die englische Bibel sagt hier das Wort Ostern. Und da sind unglaublich viele Leute, die zeigen jetzt ganz lachend mit dem Zeigefinger auf uns, die wir sagen, ha ha ha, ihr König James Gläubigen, ihr habt aber Ostern in eurer Bibel stehen, ha ha ha, das ist ein heidnisches Fest, das ist also eine schlechte Bibel. Ja, und das sagen die Leute, aber die Rechnung ohne das Skript gemacht. Das sagen die Leute, die überhaupt keine Ahnung haben von Gottes Festtagen. Die überhaupt keine Ahnung haben, dass die König-James-Bibel damit, dass sie das Wort Ostern hier schreibt, die einzige Bibel ist, die korrekt ist. Denn wir müssen wissen, es geht weiter in Apostelgeschichte 12, Vers 5. Michael, ich habe es jetzt nicht hier vor mir liegen. Ich kann es mal eben in der König-James raussuchen. Ja. Es steht nämlich danach geschrieben, but it was the feast of unleavened bread. It was already the Feast of Unleavened Bread. 14 war es, ne? Apostelgeschichte 12. Vers 15. 5, Entschuldigung. 5, ich bin zu weit. Peter was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church until God. No, it was hier. For intending to bring him after Easter to the people. Wo steht denn das hier? In Vers 3, Entschuldigung, das ist der Vers, der vorabgeht. Ja. Ja? Also Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 3. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Ja? Also der hat gerade erst den Kopf, glaube ich, von Johannes dem Täufer hier empfangen. Und weil das dann so, also den Juden so Freude gemacht hat, hat er gesagt, dann nehme ich Peter auch gefangen. Und dann steht hier in Klammern, then were the days of unleavened bread. Dann waren die Tage des ungesäuerten Brotes. Jetzt muss man aber wissen, dass das Passafest erst kommt und dann kommt das Fest der ungesäuerten Brote. Also, die deutsche Bibel, nach der deutschen Bibel würde er Peter hier ein ganzes Jahr gefangen halten. Nein, die englische Bibel hat recht mit Ostern, weil die englische Bibel verweist hier auf das heidnische Osterfest, das nach dem jüdischen Passafest stattgefunden hat, ungefähr zur Zeit, wo die Juden das ungesäuerte Brot gefeiert haben, vielleicht eine Woche oder zwei danach, weil das Passafest ist ein Tag. Ja? Das ist der Passa, das ist der Gedenktag oder der Gedenkmoment, wo die Juden den Moment gedacht haben, wo der Heilige Geist in Ägypten durch die Straßen ging und jedes Haus, dessen Türpforte oder Türpfosten nicht mit Blut eines Lammes eingestrichen war, hineinging und die Erstgeburt getötet hat. An den anderen Türen ist er vorbeigegangen. Passover. Ja? Deswegen Passach, das ist das Vorbeigehen, das Fest des Vorbeigehens. Der Geist, der in der Nacht getötet hat, ist nämlich an uns Juden oder Israeliten vorbeigegangen. Wir wurden nämlich informiert und haben ein unschuldiges Lamm geschlachtet und das Blut dieses Lammes an unsere Türpfosten gemalt und dadurch wusste der Heilige Geist oder der Geist, der da durchging, der Geist Gottes, der die Rache am Pharao vollzogen hat, dass er in die Häuser, wo das gemacht wurde, eben nicht eingehen soll. Ja? Das war auch der Tag, an dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Jesus Christus war nämlich das einzige jemals absolut perfekt gebrachte Passafest. Er war das Passalamm. Ja? Jesus Christus hat mit seinem Blut das vollbracht, was all die ganzen Opfertiere, all die Jahrhunderte davor im Tempel Gottes lediglich vorausgesagt haben. Das waren Schatten der Dinge, die da kommen würden. Und Jesus war oder ist nicht der Schatten, sondern derselbige, derjenige, auf den diese Dinge gedeutet haben. So, das war am Passa. Und nach dem Passafest ist dann das Fest der ungesäuerten Brote. Und das steht hier eben in Vers 3.
Und weil sie sahen, dass es den Juden gefallen hatte, ging er weiter und nahm Peter auch gefangen. Denn dies waren die Tage des ungesäuerten Brotes. Und damit wissen wir, dass das Passafest vorbei war. Ja? Und als er ihn dann festgenommen hatte, hat er ihn in ein Gefängnis gebracht und hat ihn von vier Teilen da von Soldaten bewachen lassen. Und dann hatte er die Absicht, ihn nach Ostern freizulassen. Und da ist eben die Referenz des heidnischen Festes, das wir heute noch jedes Jahr in dieser Welt, in der wir sind, feiern, mit Ostersonntag und komischerweise auch noch Ostermontag hinten dran, mit Karfreitag davor, was sogenannt der Kreuzigungstag sein soll. Das ist der ursprüngliche Passatag. Ne? Und dann kommen danach eben dann die Feste der ungesäuerten Brote. Das ist Ostern. So, und wenn wir jetzt also wissen, dass zum Beispiel am Karfreitag, wenn es dann stimmen würde, Jesus gekreuzigt gewesen wäre und danach dann die ungesäuerten Brote beginnen und Jesus dann am dritten Tag wieder auferstanden ist und dass das das Osterfest ist, was sie heute feiern, dann nehmen wir jetzt mal den Samstag, den Sonntag und den Montag als Osterfest, da würde er ihn am Dienstag wieder freigelassen haben. Da geht es drum, dieses Osterfest. Und die König-James-Bibel ist die einzige Bibel, die das so sagt, weil ja, die das, weil das Verständnis hat. Ja, weil die das Verständnis hat zu dem Vers 12,3, der jetzt inzwischen hier eingeklebt ist online. Und der Punkt ist der, dass Ostern ja auch ein veränderlicher Feiertag ist. Ne? Der fällt ja jedes Jahr auf ein anderes Datum. Aber so, hast du ihn jetzt nicht geklebt bei Skype oder was? Nee, dass ich ihn eben einblenden kann? Nee. Nein, ich wollte ihn jetzt schon längst, ich würde ihn jetzt nachher einblenden. Ah ja, also okay, hier gut. Ja. Arbeiten. Ja? Nein, es geht sich ja um den Punkt, dass Ostern ein veränderlicher Feiertag ist und dass man daran sieht, dass es ja gar nicht Jesus Todestag sein kann. Ja, das war das, was ich als Kind schon immer, was mich so stutzig gemacht hat, dass ich gesagt habe, wieso gedenken wir jemanden, der gekreuzigt wurde oder der gestorben ist und der ist jedes Jahr an einem anderen Tag gestorben? Ich meine, mein Vater ist gestorben am 21. November 1992 und das ist auch der Todestag gewesen am 21. November 2020. Der verändert nicht immer, aber Jesus verändert das immer, macht doch keinen Sinn. Ja, da gibt es, wie gesagt, alleine schon das Wort Ostern kommt von Easter, kommt von Astarte. Ja? Ishtar, und, ja. Ja, Ishtar, ja. Ne? Ja, ist egal, je nachdem, ob phönizisch ist oder wie auch immer, aber das Thema ist ja, das ist ja letzten Endes einer heidnischen Gottheit gewidmet, die mit Fruchtbarkeit zu tun hat. Der Himmelskönigin, was hat jetzt ein Fruchtbarkeitsfest mit dem Tod von Jesus Christus zu tun? Ja. Und daran sehen wir ja schon, dass es da verschiedene Dinge zusammengemischt werden. Und deswegen wollte ich auch mal warnen, ja, ich wollte auch mal warnen, das sieht man ja gleich im Skript, ja, wenn es da so weitergeht, dass es eben da Dinge gibt, wofür man also wirklich lange, lange suchen muss. Und man findet eben keinen Widerspruch in der Bibel, sondern man findet nur den Widerspruch darin, dass Menschen nicht verstehen, warum das dann so geschrieben wird. Im Wort selber, im Wortstamm selber findet man das auch nicht. Das Wort selber heißt tatsächlich Passa, aber warum jetzt die Übersetzer das gemacht haben mit Eastern und Ostern, anstatt Passa zu nehmen, hat eben genau den Grund mit den ungesäuerten Broten und natürlich auch den Grund, dass ansonsten auch die Chronologie überhaupt nicht passen würde. Und jetzt guckt mal, was beispielsweise hier eine deutsche Bibelerklärseite unten drunter dazu schreibt. Ja, das ist nicht aus gutem Grund, ist das alles grün. Ja, hier wird beispielsweise geschrieben, das ist der absolute Affront, dass der Name Ostern soll von der heidnischen Göttin namens Ostara abgeleitet sein, der Frühlingsgottheit der Germanen. Wisst ihr, woher das kommt? Von einem der Gebrüder Grimm. Die haben das mal nachgeforscht, also er hat das dann nachgeforscht. Ich glaube, das war der Jakob Grimm, wenn ich richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall einer von den beiden Gebrüdern Grimm. Und der hat das mal nachgeforscht und gesagt, da gab es mal so eine Göttin und so weiter. Ja, aber die kommt an x-ter Stelle. Das kommt alles von Ishtar, Astarte. Das kommt aus dem Babylonischen und nicht aus dem Germanischen. Dass Ostara aber auch gleichzeitig ein bisschen klingt wie Astarte, ist ja wohl auch, wenn wir Zufall, ja, eben, aber das ist dann so fast so eingegermanischt oder eingedeutscht, wie auch immer. Ja. Ja? Aber das ist, wenn ich sowas lese auf einer Bibelseite, da kriege ich da zu viel. Ja, und dann geht dann hier hin von wegen das irdische Symbol der Ostara. Nein, das Symbol der Ishtar. Der Ishtar, der war auch, der Hase war immer schon für die Fruchtbarkeit und so weiter. Das hat so viele alte Kulte und das ist nicht aus dem germanischen Brauchtum der Urgrund, der Ursprung. Naja, der germanische Brauchtum, der ist ja auch irgendwann mal aus dem Osten gekommen, ne? Ja,
Das natürlich, dürfen wir deswegen ja nicht vergessen. Ja. Und das auf einer Bibel-Erklärseite fand ich unglaublich erschreckend. Wenn es dann weitergeht unten drunter, erklärt diese Seite oder sozusagen empfiehlt diese Seite dann auch noch, selber zu überlegen, ob man das feiert. Was gibt es denn da zu überlegen? Der älteste christliche Feiertag und aufgrund der Bedeutung der Kreuzigung und Auferstehung Jesu auch der wichtigste Tag im Kirchenjahr. In welches Kirchenjahr meinen die eigentlich? Die meinen den römisch-katholischen Kalender oder wie? Hier fehlt ja nur ein N, das heidische Fest, das heidnische Fest muss das wohl sein. Ja, ja, aber trotzdem, weißt du, die beziehen sich hier A auf Ostara und B sagen die jetzt hier, sollen wir Ostern feiern und unseren Kindern erlauben, auf Eiersuche zu gehen. Nee, das kann ja nicht wahr sein, oder? Gibst du mir noch mal 5 Minuten? Wegen der Eiersuche. Ach so. Das ist eine Sache, die ich von Tom Fress gehört habe, der das wohl aufgrund seiner eigenen Untersuchung rausgefunden hat. Die Frage, wo kommt das denn her, dass die Kinder heutzutage an Ostern Eier suchen? Der Ursprung kommt tatsächlich aus den Israeliten. Wir haben ja gerade eben gehört, dass nach dem Passafest, also dieses Fest, wo es halt darum ging, wo die Juden dem Moment gedenken, wo der Gott der Bibel den Fluch über den Pharao gebracht hat mit der Tötung der Erstgeburt, dass danach das Fest der ungesäuerten Brote ist, nicht wahr? Eine Woche lang sollten sie sich nur von ungesäuertem Brot ernähren und sie sollten auch ihr Haus säubern von allem Unreinen, aller Hefe. Und wie finde ich die? Wenn ich sie suche. Also haben sie sich ich sag mal, zwischen Anführungszeichen, ein Ritual davon gemacht, den Kindern zu sagen, guck, ihr kriegt eine Belohnung, wenn ihr Hefe im Haus findet. Und die haben dann keine Eier oder sowas gefunden, sondern die haben eben Hefe im Haus gefunden. Jetzt nicht nur Backhefe, sondern eben alles, was unrein ist in dem Haushalt. Dass sie das Haus gesäubert haben davon und haben was zur Belohnung bekommen. Und abgeändert kommt daher die Suche nach den Ostereiern. Die dann da belohnt wird damit, dass man dann das Osterei essen kann und naschen kann, dass da meistens süß Schokolade ist. Und da dann auch, ne? Ja, ich kenn's auch von Semiramis, dass die halt letzten Endes auf die Erde in einem riesigen Ei gekommen ist. Und ja, sie ist ja letzten Endes die Mutter, die Mutter und Mondgöttin. Und dann hat es natürlich dann auch wieder mit Fruchtbarkeit zu tun. Da hast du dann schon den Mondrhythmus, den Eisprungzyklus drin, solche ganzen Geschichten. Aber wenn jetzt hier eine angeblich christliche Seite, die sonst ja schon mal brauchbare Ergebnisse liefert, jetzt auch noch die Frage stellt, ob wir unseren Kindern erlauben sollen, auf Eiersuche zu gehen, dann weiß ich nicht, wofür diese Seite jetzt im Augenblick da gut ist. Also wir sind jetzt hier nicht auf dem Niveau irgendeiner prominenten Zeitschrift. Ja, die Entscheidung liegt im Ermessen der Eltern. Ja, ganz toll. Also ich habe das aus gutem Grund alles jetzt hier in grün gemacht, weil ich wollte es einfach mal nur abschreckend machen. Also nur, der Christopher Lee hat in dem Punkt absolut recht, wenn er sagt, das sind eben Fruchtbarkeitsriten, die wir heute immer noch haben. Ich glaube, das ist den Menschen gar nicht klar. Die denken jetzt vielleicht an irgendwelche Dinge, die irgendwo in den keltischen Gebieten stattfinden. Nee, das sind Dinge, die heutzutage jedes Jahr auch hier in Deutschland stattfinden, ohne dass die Menschen den großartigen Hintergrund jetzt kennen oder wahrscheinlich dann auch gar nicht sich dafür interessieren. Aber er sagt letzten Endes jetzt hier wortwörtlich, basierend auf Fruchtbarkeitsriten und all diese Dinge, die wir in heutiger Form immer noch haben. Ja, hat er ja recht. Das sind Fruchtbarkeitsriten. Auch den Maibaum zu setzen, ist ein Fruchtbarkeitsritus, ganz klar. Das sind so viele Dinge, die da wirklich Riten sind, die eben nichts mit der Bibel oder mit Glauben oder mit Religiosität zu tun haben, außer man glaubt jetzt an den heidnischen Gott, was ja anscheinend die meisten tun. Und er sagt nochmal, Wicker Man war die beste Rolle, die ich jemals hatte. Warum? Er hat da einen Hohepriester gespielt. Mal wieder, ne? To the Devil a Daughter ja auch schon, aber da hat er einen Hohepriester gespielt. Weil ob er jetzt einen keltischen spielt oder einen ehemaligen exkommunizierten römisch-katholischen Priester jetzt, To the Devil a Daughter, ja, er spielt einen Priester, der aber für eine andere Religion steht. Also Satanismus, in beiden Fällen. Ne? Ob es jetzt Wicca ist oder ob es jetzt Blutrituale sind, ist jetzt ja völlig wurscht. Das eine ist jetzt nicht besser als das andere. Er sagt, das war die beste Rolle, die er jemals hatte. Kein Schauspieler beschwert sich über seine Eröffnungssequenz, bestehend aus 17 Seiten Dialog, was ich tatsächlich mit ganzer Hingabe tat und selbst bewältigte, zusammen mit einem armen Edward Woodward, aber glücklicherweise mit dem Seelenfrieden des Publikums, da fehlt ein B,
und mit meinem ebenfalls und das wurde dann zu einem wesentlichen Minimum zusammengeschnitten. Das war die beste Rolle, die ich je hatte. Ja, Publikums mit PUP ist lustig, kannst du verstehen lassen als kleine Belustigung. Das ist ein Pups. Ja, ja, ja. Und in diesem Film Wickerman haben wir ja epischer Länge, haben wir den ja auch beleuchtet sozusagen. Da macht er ja einen Dialog, wo er dann eben dann sagt, also das ist jetzt hier eine jungfräuliche Geburt und wo eben dann Jesus Christus explizit benannt ist und dann halt auch eben ein frommer Christ, der Jesus Christus noch schreit, beim Anblick des Wickermans dann eben dann da geopfert wird, weil er das perfekte Opfer war. Er war ein Christ, er war loyal, er war gläubig, er war in einer Obrigkeitsposition, er war ja Polizist und so weiter und er war sogar noch Jungfrau. Also alles super toll und deswegen konnte er auch dann als absolut bestes Opfer an Wickerman geopfert werden. Der Christopher Lee hat da kein Problem mit jungen Mädchen, die da im Film nackt rumlaufen. Der hat kein Problem damit, einen heidnischen Priester zu spielen. Der hat auch kein Problem, dass in diesem Film ein angeblich absolut gläubiger Jünger Jesu Christi oder zumindest Nachfolger und Gläubiger Jesu Christi da angeblich verbrannt wird. Da hat der Christopher Lee kein Problem mit, denn seine Rolle ist ja, ein Schauspieler zu sein und eben die böse Seite möglichst glaubhaft rüberzubringen. Das ist ja das Unglaubliche, glaubhaft zu machen, hat er selber gesagt, ist das Schwierigste überhaupt. Und ich glaube, das hat er ganz gut gemeistert. Im Gegensatz dazu, der beste Film, wo er mitgespielt hat, war wahrscheinlich Das private Leben von Sherlock Holmes, der aber nicht nur von Billy Wilder inszeniert wurde, das wäre der größte Regisseur, mit dem er je gearbeitet habe, sondern wo er den Bruder, den weitaus intelligenteren Bruder vom angeblich schon sehr intelligenten Sherlock Holmes gespielt hatte, nämlich den Mycroft Holmes, der also eben Verbindungen oder halt unter Umständen auch der Kopf des britischen Geheimdienstes war, womit wir wieder bei den Christopher Lee sind, haben wir aber auch schon in einer der früheren Sendungen benannt. Den erfolgreichsten und weltweit gefeiersten Film, wo ich involviert habe, ist wohl die drei Musketiere und in der Tat auch die vier Musketiere, aber den erfolgreichsten Film aus meiner Sicht als Schauspieler und was er für mich bedeutet und immer noch tut, ist tatsächlich Der Mann mit dem goldenen Colt aus dem Jahre 1974 mit Roger Moore als Darsteller von 007. Ein Bild mit absolut vertauschten Rollen. Rechts seht ihr den Schauspieler Roger Moore, der einen Geheimagenten spielt und links seht ihr den Geheimagenten Christopher Lee, der sich jetzt hier als Schauspieler ausgibt. Und das war jetzt in etwas längerer Form dieses Interview aus dem Jahre 1975 mit Christopher Lee. Am besten würde ich sagen, bleiben Sie noch dran, weil in der nächsten Folge kommen nämlich noch zwei andere Interviews mit Christopher Lee, wo unsere Ergebnisse, die wir hier haben, ziemlich bestätigt werden. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal und gebe mal zurück an den Interviewer. Ja, Christopher Lee, vielen Dank. Ja, und damit ist dann diese Folge auch zu Ende. Und dann können wir jetzt auch sagen, wir haben jetzt hier ein paar Bibelzitate gebracht und man kann sehen, wo der Herr Christopher Lee da so einen Spaß dran hat, ist, dass er einfach fasziniert vom Bösen ist. Und genau das kommt, wie gesagt, in der nächsten Folge der satanischen Medienagenda eben raus, dass er das sogar noch zugibt. Und das ist ein Fund, den ich erst vorgestern gemacht habe und deswegen ganz froh bin, dass er jetzt noch gerade quasi just in time kommt, sodass wir jetzt in der nächsten Folge uns wieder mit der normalen Chronologie sozusagen von Christopher Lee beschäftigen können. Und da kommt noch so viel an Nicht-Zufälligkeiten, wo dann plötzlich Dinge kommen, die ich selbst auch im Laufe meines Studiums hier, der ganzen Recherche mit Christopher Lee, sehr begeistert war, welche Dinge dann plötzlich da zusammenlaufen, dass man sieht, oh, guck mal, das gibt's ja gar nicht. Da gibt's auch eine Verbindung und da gibt's noch eine Verbindung. Und der Christopher Lee, wie gesagt, war in seinem ganzen Leben fasziniert von der bösen Seite. Warum? Weil das genau sein Naturell war. Wer mit 17 Jahren auf eine öffentliche Hinrichtung fährt, der spielt auch mit 80 Jahren einen bösen Zauberer in dem Herr der Ringe. Er hat sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht. Deswegen können wir nur letzten Endes sagen, er war ein Gefäß zur Vernichtung. Er war ein Gefäß oder er war ein Charakter sozusagen, der halt von Anbeginn bis zu seinem Lebensende im hohen Alter dann jemand war, der immer destruktive Sachen gespielt hat. Und auch nicht nur gespielt, sondern, da kommen wir ja später noch zu, sogar auch gesungen hat und geschrieben hat natürlich dann auch. Also mit allen Medien, die ihm zur Verfügung standen, hat er eben Satan propagiert. Und
Das ist eben anhand des Beispiels der Bibel wunderbar zu erklären und auch sehr, sehr eindeutig, was er dann hier meint, wie er es dann sagt und warum er letzten Endes Schauspieler geworden ist. Es ermöglicht ihm einen sehr, sehr angenehmen Lebensstil und es ermöglicht ihm, von seiner Passion, von seiner Faszination zu leben, ohne sich großartig in die Gefahr zu bringen, wie bei einem Geheimagenten. Na, der geht einfach auf ein Set und alle glauben, das ist halt einfach nur ein Film. Er kriegt dafür sein Geld und er ist dann letzten Endes dann der Verbreiter auf der ganzen Welt von diesen Botschaften nach dem Motto, guck mal hier, du kannst zu Jesus Christus schreien, wie du willst, verbrannt, verbraten, ermordet, wirst du dann trotzdem. Ne? Er ist auf der Seite der Macht. Dieser Mensch war immer von Macht und Dunkelheit fasziniert. Und da kommen wir auf der nächsten Sendung noch mit zu. Und das sind natürlich dann alles Attribute, die auf Satan zupassen. Und Satan ist beschrieben als der Gott dieser Weltzeit, der sogenannte Gott, der keiner ist, weil er ja ein geschöpftes Wesen ist. Und damit gebe ich jetzt ab und danke mich für eure Zeit an den Jörg. Bis bald zum nächsten Mal mit den nächsten Interviews von Christopher Lee, wo ihr dann wirklich dann direkt mal seht, Moment mal, das hat der gesagt? Ja, das hat er. Dankeschön und Gott schütze euch. Ja, danke Michael, dass du mir noch das Schlusswort gibst, aber ich habe meine 5 Minuten ja schon gehabt zu Beginn und zur Mitte des Videos. Ich möchte da auch gar nicht mehr viel zu hinzufügen, nur vielleicht nochmal abschließend zu dem, womit ich das Video angefangen habe. Ich habe jetzt tatsächlich mal eine Minute oder zwei, bis wir wirklich an die ganze Stunde kommen. Ihr solltet euch da wirklich mal ein wenig, na, ihr solltet in euch gehen, als ich das mit der Wahl gesagt habe. Ihr solltet mal sehen, habe ich damit recht oder sauge ich mir das aus den Fingern? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass ich eine Wahl treffe, nur aufgrund, weil ich, wenn ich eine Wahl treffe, dann treffe ich ja eine Entscheidung. Und eine Entscheidung kann ich ja nur fällen, wenn ich irgendwelche Fakten habe, auf denen ich diese Entscheidung basieren kann. Und Fakten habe ich eben, wenn ich zum Beispiel Wissen habe oder wenn ich Glaube habe. Und Glaube kriege ich eben nur durch das Wort. Und für mich ist die Sache ganz, ganz einfach. Wähle diesen Tag, wem du dienen willst. Gut, wenn ich diese Aufgabe gestellt bekomme, dann muss ich ja sehen, okay, wem will ich dienen? Oder was sind die 2 Möglichkeiten? A, ich diene den Satan oder B, ich diene meinem Schöpfergott. Oder A, ich diene meinem Schöpfergott und B, ich diene den Satan. Ja, dann muss ich mich doch erstmal informieren, wer was ist. Und wo kann ich darüber was erfahren? In der Bibel. Und in der Bibel, es steht geschrieben, Jesus Christus hat gesagt, es ist wichtig dafür, dass ich weggehe. Weil wenn ich nicht weggehe, dann kann ich euch nicht den Tröster senden, der euch in alle Wahrheit führen wird. Er wird uns aber nur in alle Wahrheit führen, wenn wir die Bibel lesen. Es ist nicht so, dass auf einmal der Heilige Geist jetzt zu euch spricht, der klopft auf einmal bei euch an und sagt, ey, hier ist der Heilige Geist, Jung, so und so musst du das machen. Oder das und das ist das Verständnis. Nein, der Heilige Geist spricht zu uns durch die Erkenntnis, die wir bekommen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel studieren. Das ist nicht irgendwie eine Stimme, die zu uns spricht. Es gibt ja solche Leute, die meinen, oh, Gott hat mir gesagt dies und Gott hat mir gezeigt das. Wenn Leute mir so kommen, dann laufe ich ganz schnell weg. Ja? Mit denen will ich gar nicht groß was zu tun haben. Da weiß ich schon, von welchem Gott die sprechen. Man wird nur zu der Erkenntnis geführt, indem man das Wort Gottes studiert und sich durch das intensive Studium einem Dinge offenbaren und man eben eine weitere Erkenntnis und einen weiteren Wissensstand und einen tieferen Glauben beginnt zu haben, durch das Wort Gottes zu studieren und damit eben das Fundament hat, wie Jesus Christus sagt, ich bin der Felsen, auf dem man eben seinen Glauben zum Beispiel eben auch bauen kann. Und dann kann ich eine fundierte Entscheidung treffen. Das hat nichts mit freiem Willen zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich eine Entscheidung treffen will. Und dann muss ich sehen, dass ich mir die Basis dafür ranhole, dass ich eine gute Entscheidung treffen kann. Und die Basis, wenn ich Gott wähle, ist das Wort Gottes. Wenn ich das kenne, dann kann ich ihn wählen. Wenn ich das nicht kenne, kann ich ihn nicht wählen. Und damit ist meine Entscheidung getroffen. Das wollte ich zum Abschluss nochmal zu dem Thema sagen. Denkt da bitte selbst ein bisschen drüber nach. Vielleicht machen wir ja auch die Kommentarsektion in diesem Video auf. Und dann könnt ihr ja ein paar Kommentare darüber schreiben und von euch geben, was ihr von meine Erklärung hier dazu findet. Ich jedenfalls habe so drauf gehämmert, dass man seine Erkenntnis nur in der Bibel finden kann und nur durch die Bibel zu der Erkenntnis kommen kann. Deswegen bleibt mir überhaupt nichts anderes übrig, als in das alte, zwischen Anführungszeichen, Klischee zu verfallen, zu sagen, bitte, bitte, lest eure Bibel. Maranatha.
myself